Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir für euch weiter mit der Serie Alle Kampfkräfte aus Dragon Ball. In diesem Teil mit allen Kampfkräften aus den Movies, Specials etc. Und ich weiß schon, einige Leute werden sich jetzt fragen, warum wir nicht mit der Cell-Saga weitermachen. Und die Antwort darauf ist ziemlich einfach. Wir machen nicht mit der Cell-Saga weiter, weil es keine offiziellen Kampfkräfte über die Freezer-Saga hinaus gibt. Das heißt, für Cell, Buu-Saga etc. haben wir keine offiziellen Kampfkraftangaben. Aber ja, lasst uns loslegen. Und wir haben tatsächlich noch eine Kampfkraftangabe, die aus der Cyborg-Cell-Saga ist. Und das ist die letzte offizielle Angabe, die wir im originalen Manga lesen können, nämlich Trunks mit einer unterdrückten Kampfkraft von 5. Und wie gesagt, das ist die letzte offizielle Kampfkraft aus der Serie. Jetzt machen wir weiter mit den Filmen. Und dafür gehen wir wieder rüber zum Movie-Pamphlet und um es nochmal zu sagen, die Kampfkräfte auf diesem Movie-Pamphlet sind nicht so genau oder machen nicht so viel Sinn, aber sie sind halt offizielle Angaben und wir geben sie trotzdem an. Fangen wir an mit dem Film Die Todeszone des Galick Junior. Dort haben wir erst einmal die Kampfkraft von Nikki mit 350. Sancho mit einer Kampfkraft von ebenfalls 350. Und schließlich Ginger und er hat ebenfalls eine Kampfkraft von 350. Galick Junior hingegen hat eine Kampfkraft von 1450 und ist damit fast so stark wie Raditz. Gehen wir rüber zu den nächsten Filmen. Da haben wir erst einmal Son Goku aus dem Film Der Stärkste auf Erden mit einer Kampfkraft von 10.000. Piccolo aus demselben Film mit einer Kampfkraft von 8.200. Son Gohan mit einer Kampfkraft von 6.000. Krillin ebenfalls aus dem Film mit einer Kampfkraft von 5.000. Dr. Kuchin, der Handlanger von Dr. Willow, mit einer Kampfkraft von 8. Die Bio-Man, die ähnlich sind wie die Pflanzenmänner, mit einer Kampfkraft von jeweils 1.000. Kishime mit einer Kampfkraft von 7.000. Abby Furia mit einer Kampfkraft von 7.500. Miso Katsun mit einer Kampfkraft von 4.300. Und schließlich Dr. Willow selber mit einer Kampfkraft von 39.000. Also sogar stärker als Vegeta aus der Saiyajin-Saga. Dann kommen wir zum nächsten Film, und zwar dem Film Die Entscheidungsschlacht. Dort haben wir erst einmal ein paar Kampfkraftangaben aus dem Film selber, nämlich Son Goku mit einer Kampfkraft von 30.000. Piccolo in diesem Film mit einer Kampfkraft von 18.000. Und Son Gohan mit einer Kampfkraft von 10.000. Und jetzt kommen wir wieder zu ein paar Angaben aus dem Movie-Pamphlet. Da haben wir die beiden Brüder Raisin und Lakasei mit einer Kampfkraft von 8.000 und 7.600. Deitz, der auf diesem Bild aus irgendeinem Grund blau ist, mit einer Kampfkraft von 8.400. Amond mit einer Kampfkraft von 9.100. Und Kakao als den stärksten von Thales Männern mit einer Kampfkraft von 13.000. Schließlich haben wir noch Thales selber mit einer Kampfkraft von 19.000, aber diese Kampfkraft macht keinen Sinn, da Thales ja mit Son Goku im Film mithalten konnte und Son Goku eine Kampfkraft von 30.000 hatte. Und als er die Frucht vom Baum der Macht gegessen hat, war er sogar stärker als Son Goku mit einer zehnfachen Kaio. Also hatte er da easy eine Kampfkraft von über 300.000. Bevor wir mit den anderen Filmen weitermachen, haben wir noch ein paar Kampfkräfte, wo nicht genau klar gemacht wird, aus welchem Film sie stammen oder aus welcher Ära sie stammen, aber ich denke mal, es sind die Charaktere so um die beiden Filme herum halt, um Der Stärkste auf Erden und die Entscheidungsschlacht herum. Also auch Saiyajin-Saga so rum. Ja, da haben wir Pool mit einer Kampfkraft von 10 und das macht auf jeden Fall keinen Sinn, denn Pool ist nicht so stark wie Son Goku vom Anfang von Dragon Ball. Oolong ebenfalls mit einer Kampfkraft von 10 und das macht genauso wenig Sinn. Bulma mit einer Kampfkraft von 12 und ja, da kann man es nur wiederholen, macht ebenfalls keinen Sinn. Lunch mit einer Kampfkraft von 18 und weiterhin keinen Sinn. Meister Quitte mit einer Kampfkraft von 290. Auch das macht nicht sehr viel Sinn, denn Meister Quitte ist wohl kaum stärker als der Oberteufel Piccolo. Mr. Popo mit einer Kampfkraft von 300 und das ist schon ganz okay, macht schon etwas Sinn. Kami mit einer Kampfkraft von 400 und auch das macht eigentlich schon Sinn. Muten Roshi mit einer Kampfkraft von 350. Und ja, das ist nicht so unlogisch, denn er könnte theoretisch für den Kampf gegen die Saiyajin vielleicht etwas trainiert haben, aber ja, 350. Eigentlich sollte er ein bisschen schwächer sein. Der Rinderteufel mit einer Kampfkraft von 900. Und das ist auf jeden Fall maßlos übertrieben, denn der Rinderteufel ist wohl kaum so stark. Chao Zu mit einer Kampfkraft von 130. Und hier wieder macht das nicht wirklich Sinn, denn Chao Zu war im Kampf gegen die Saiyajin schon sehr viel stärker.
Tenshinhan mit einer Kampfkraft von 1830 und ja, das ist ungefähr so Saiyajin Saga Tenshinhan. Yamchu mit einer Kampfkraft von 1900, also sogar stärker als Tenshinhan, ist auch nicht wirklich sinnvoll und das scheint auch ja so um die Saiyajin Saga herum halt der Yamchu zu sein oder halt aus den beiden Filmen. Aber ja, stärker als Tenshinhan denke ich eher nicht. Und dann haben wir noch Yajirobe mit einer Kampfkraft von 2100 und ja, stärker als Yamchu und Tenshinhan wohl kaum, also. Aber naja, wie gesagt, man weiß nicht, von welchem Yajirobe hier die Rede ist. Dann haben wir noch eine ähnliche Situation, denn auf dem Movie-Pamphlet sind ebenfalls für ein paar Charaktere aus der Freezer-Saga Kampfkräfte angegeben, die aber auch nicht wirklich mit denen aus der Freezer-Saga übereinstimmen. Also könnte ich mir das höchstens erklären, dass das vielleicht Kampfkräfte für das Bardock-Special sind, aber naja, die machen nicht wirklich Sinn. Da haben wir einmal Kiwi mit einer Kampfkraft von 8700 und wie gesagt, ist nicht wirklich sinnvoll, denn wir wissen, dass er eine Kampfkraft von 18.000 hatte. Dodoria mit einer Kampfkraft von 15.000 und auch Dodorias Kampfkraft lag in der Namek-Saga höher, also ist das vielleicht der Dodoria aus dem Bardock-Special. Zabon mit einer Kampfkraft von 17.000 und bei Zabon selbe Situation, ist eigentlich viel stärker. Schlussendlich noch Freezer mit einer Kampfkraft von 85.000. Auch da wissen wir, Freezer hat eigentlich eine Kampfkraft von 530.000, das sagt er auch selber von sich in der Namek-Saga. Aber ja, vielleicht war er ja zur Zeit des Bardock-Specials noch schwächer. Wenn das denn überhaupt die Kampfkräfte aus dem Bardock-Special sein sollen. Und damit sind wir endlich durch mit den Movie Pamphlet Kampfkräften und jetzt machen wir weiter mit den Kampfkräften aus dem Bardock Special. Da haben wir nur eine offizielle Kampfkraftangabe, nämlich Bardock mit einer Kampfkraft von fast 10.000. Als nächstes haben wir die Kampfkräfte aus dem Film Rache für Freezer. Und zwar haben wir erstmal die Kampfkraft von Nate, der eine Kampfkraft von 163.000 hat. Dore hat eine Kampfkraft von 185.000. Und Salsa, der Anführer dieses Squads, hat eine Kampfkraft von 170.000. Also sehen wir schon, Cooler Squad war auf jeden Fall der Ginyu Force weit überlegen. Und Cooler selber in seiner letzten Form hat eine Kampfkraft von 470 Millionen. Also sehr viel höher als Son Goku und Freezer auf Namek, die nur eine Kampfkraft von 150 und 120 Millionen haben. Als nächstes haben wir die Kampfkräfte aus dem Film Der legendäre Super Saiyajin. Dort haben wir Son Goku als Baby mit einer Kampfkraft von 2. Broly als Baby mit einer Kampfkraft von 10.000, also schon stärker als Bardock. Und aus der V-Jump haben wir die Kampfkraft von Broly als legendärer Super Saiyajin, und zwar 1,4 Milliarden. Also sehr viel höher als alles, was wir bisher gesehen haben. Aber auch diese Kampfkraft wird noch getoppt, und zwar von Super Gogeta aus dem Film Fusion Reborn, mit einer Kampfkraft von 2,5 Milliarden. Machen wir weiter mit den Kampfkräften aus dem Film Dragon Ball Super Broly. Dort haben wir ebenfalls den kleinen Broly mit einer Kampfkraft von 920 bis 10.000. Dort wurde es so erklärt, dass seine Kampfkraft ständig geschwankt hat, zwischen 920 und 10.000 halt. Paragus aus diesem Film hat eine Kampfkraft von 4.200. Beats, der Saiyajin, der mit Paragus und Broly auf Wampa gelandet ist, hat eine Kampfkraft von unter 920. Und ein Sniper der Saiyajin-Armee hatte dort eine Kampfkraft von 2.000. Als nächstes haben wir Freezer. Und zwar Freezer aus dem Dragon Ball Z The Real 4D. Das war eine 4D-Attraktion aus den Universal Studios in Japan. Dort hat er eine Kampfkraft von 5,3 Milliarden. Das war's dann mit Movies, Specials und weiterem. Wir haben jetzt nur noch ein paar Kampfkräfte aus Dragon Ball Super. Und zwar die einzigen offiziellen Kampfkräfte aus Dragon Ball Super. Nämlich die von Monaito. Der hat unterdrückt eine Kampfkraft von 5. Und seine volle Kraft liegt bei 213. Das war's dann auch schon mit allen offiziellen Kampfkräften aus Dragon Ball. Wir hoffen wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like und ein Abo da. Wenn ihr vielleicht weitere Videos zum Thema Kampfkraft sehen wollt, vielleicht auch Kampfkräfte aus den Spielen, könnt ihr uns das gerne unten in den Kommentaren wissen lassen. Und in diesem Sinne beenden wir das Video und sagen euch wieder mal bis zum nächsten Dragon Ball Video.